Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zum dritten Tag im Project Zomboid Let's Play. Wir sind nach wie vor Franz Schmidt. Wir haben wirklich gute Ausrüstung gefunden. Und wir starten in den nächsten Tag. Wir müssen schauen, dass wir den dritten Tag überleben. Ziel für heute ist es auf jeden Fall, Tischlerei auf Stufe 2 oder 3 zu bringen. Und auf jeden Fall auch noch ein bisschen unsere Base abzusichern. Denn da haben wir ja wirklich nur das absolut Nötigste gemacht. Und jetzt müssen wir mal gleich schauen. 7 Uhr, das heißt, wir haben die Sendung verpasst. Die 6 Uhr Sendung, wir haben Tischlerei auf Stufe Nummer 2. Und wir haben noch ein bisschen XP offen, allerdings nicht mehr wirklich viel. Von daher würde ich sagen, wir nehmen Tischlerei für Anfänger weg. Das lernen wir quasi auf die harte Tour. Und stattdessen lesen wir einfach jetzt noch ein bisschen Tischlerei für... Warte mal, ich glaube, das geht gar nicht, ne? Ne, dann heben wir uns das auf. Dann heben wir uns das auf, das Buch. Nehmen hier noch die Barrikade weg und schauen erstmal, dass wir hier unsere Umgebung ein bisschen befreien von Gegnerhorden. Das Buch kommt hier rein. Vitamine nehmen wir nochmal ein. Vitamintabletten. Dann schauen wir mal, dass wir alles andere hier reinbringen. Die Brille kann man nicht anziehen. Wir brauchen den Helm. Okay. Machen wir. Was haben wir hier noch alles? Okay, das können wir eigentlich alles mitnehmen. Den einen Schraubenschlüssel kann ich aber da lassen. Ich brauche keine zwei. Zeitschrift können wir da lassen. Zeitung können wir da lassen. Tischlern können wir da lassen. Das können wir alles später lesen. Die Nadel brauchen wir später, aber nicht im Moment. Was haben wir hier noch? Wir haben einmal zu viele Beta-Blocker. Und den Schlagstock können wir eigentlich auch da lassen. Oder nehmen wir den sogar? Ich glaube, wir nehmen den sogar. Der ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Und dann schauen wir uns einfach mal unsere Situation hier an. Hier können wir direkt mal den Tisch abbauen. Und können ein bisschen Tischlerei leveln. Zudem bekommen wir hier auch noch ein Brett mit. Das können wir dann eigentlich auch gleich benutzen zum Absichern. Und hier können wir uns nochmal ein bisschen waschen. Mal noch ein bisschen Morgenwäsche. Und ich glaube, das ist das Wasser aus. Kann das sein? Oder habe ich einfach nicht genug Seife? Ich hoffe, ich habe einfach nicht genug Seife. Also wenn jetzt das Wasser aus wäre, das wäre fatal. Das ist nämlich viel zu früh. Dann schauen wir mal runter, wie die Lage ist. Dass wir hier noch an Zombies haben. Können wir noch einen Laken anbringen. Vorhänge zuziehen. Und dann gucken wir uns mal die Nachbarschaft an. Oh, hi. Okay. Schauen wir mal. Schaut soweit ganz gut aus. Da haben wir eine große Gruppe. Die müssen wir weglocken. Was haben wir hier auf dem Boden? Kann ich die irgendwie anklicken? Dass wir die Leichen hier wegpacken. Es ist nicht gut, wenn die in der Wohnung hocken. Da können wir uns leicht mit bösen Sachen anstecken. Deswegen schaffen wir die jetzt einfach nach draußen. Und die andere auch. Kann ich das irgendwie anklicken? Ja. Okay. Gefährliche Gegend auf jeden Fall für den Anfang. Aber sobald wir es schaffen, das irgendwie hier abzusichern, haben wir hier eine wirklich geile Base, wo wir wirklich was machen können. Weil wir einfach sehr zentral sind auch. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch an Essen da haben. Im Grunde sollten wir uns halt so viel wie möglich reinbuttern. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach irgendwas Fertiges und esse das schnell. Wir müssen nämlich auch gucken, dass wir die Zeit gut nutzen. Und dann würde ich als nächstes sagen, packen wir mal hier noch ein paar Bretter aus, damit wir auch Sachen verbarrikadieren können. Denn ich glaube, es kann durchaus sein, dass sich die Gruppe von oben runter bewegt. Und ich habe da halt nicht wirklich viel, was ich dagegen machen kann im Moment. Ich habe nicht wirklich die Waffen am Start. Hier haben wir noch einen Laken. Dann können wir hier noch das Licht ausschalten. Und hier können wir eigentlich auch noch einen Laken anbringen.
nach vorne weg quasi. Vorhänge zuziehen. Ich glaube, ich bleibe noch bis um 10 Uhr ungefähr zu Hause. Das Radio zerlegen wir hier noch. Ich glaube, ich bleibe noch bis 12 Uhr zu Hause, schaue mir die Sendung an und dann gehen wir nochmal raus. Und gehen auf den Weg. Hier noch die ganzen Sachen, die ich zerlegt habe, die packe ich alle hier rein. Und dann zerlegen wir hier noch ein bisschen Möbel. Dann können wir eigentlich Tischlerei gleich aufleveln. Und Ziel ist es für mich zumindest bis Tag 4, dann auch Tischlerei Stufe 4 zu haben. Dann kann ich nämlich auch schon mal Regenbehälter bauen. Und dann bin ich safe, selbst wenn das Wasser früh ausfällt. Und ansonsten habe ich halt schon ein bisschen vorgearbeitet. Und hier haben wir auch schon mal ein paar Barrikaden. Dann können wir zumindest hier schon mal barrikadieren. Dass ich zumindest an jedem Fenster schon mal ein bisschen was habe. Dass ich überall schon mal zumindest eine Line of Defense habe quasi. Eine Verteidigung. Dass man nicht sofort rein kann. Dass ich zumindest eine Sound Cue habe. Und merke, wenn jemand sich hier Zutritt verschaffen will. Ansonsten müssen wir aber auf jeden Fall noch einen gefährlichen Trip unternehmen. Schauen wir mal, kann mir hier noch irgendwo... ist das hier... die geheime Frequenz? Ich weiß es gar nicht. Kentucky... Es gibt irgendwo eine geheime Frequenz, wo man halt hören kann, wann der Helikopter kommt. Es kommt jetzt irgendwann ein Helikopter, der im großen Stil Sachen anlockt, auf meine Position quasi. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Gucken wir mal, wie viel Erfahrung wir jetzt haben. Ich brauche mal noch 23. Kann ich da vielleicht noch ein bisschen was machen? Wie viel hat das jetzt gebracht? 2 EP. Okay, das bringt noch nicht so viel. Kann ich oben noch ein bisschen was zerlegen vielleicht? Ach, hier habe ich noch ein Bett, das ich zerlegen kann. Die geben noch viel Erfahrung. Und dann zerlegen wir das hier noch. Und dann geht's ab zum Fernsehen. Schnell, schnell, schnell. Einschalten. Einstellen. Und dann spulen wir noch ein bisschen vor. Alright, das passt. Dann haben wir auch hier das Level up. Dann rauchen wir noch eine. Und hier vorne kann man auch das Licht ausschalten. Denn auch das lockt Zombies an. Lichtquellen und Lärmquellen. Von daher auch die würde ich immer ausmachen. Und dann können wir hier noch aufkloppen. Und da haben wir auch noch eine Lichtquelle. Ich weiß halt nicht, wie lange das braucht, bis das hier aufgeht. Abbauen geht halt auch nicht. Schauen wir mal, ob ich das aufkriege hier. Komm schon! Ich will da rein! Hallo! Okay, wir haben ein Feuerzeug. Wir haben einen Lötkolben. Der wird auf jeden Fall noch sehr praktisch sein. Und wir haben noch ein paar Kippen. Sehr schön. Und dann können wir hier noch die Tische kaputt machen. Und auch den hier. Okay, nice. Jetzt ist eben die Sache, wir haben hier eine große Gruppe. Die will ich halt nicht so nah an der Base haben, weil wenn die wandert, wenn die dumme Ideen bekommen, dann wird es ungemütlich. Von daher machen wir die jetzt auf uns aufmerksam. Und locken die mal schön weg hier. Das ist jetzt natürlich ein ganz schöner... ganz schöner Lärm hier. Und die nehmen wir vielleicht auch noch mit. Und dann locken wir hier einfach im großen Stil die ganzen Zombies weg. Und locken dich hier einfach einmal außen rum. Quasi ein bisschen weg von meiner generellen Position einfach. Machen wir auch hier den Van frei, dann können wir uns auch noch angucken. Dann nehmen wir die einfach alle mit. Und dann machen wir da oben die Biege.
Denn Zombies haben nur eine sehr kurze Erinnerungsspanne. Das ist so der große Vorteil. Jetzt müssen wir halt nur hier schnell rumkommen. Uns am besten nicht beißen lassen. Und solange wir hier halbwegs schnell rumkommen, sollten wir dann eigentlich... Oh, hi. Uncool. Aber eigentlich sollten wir dann safe sein. Es ist nur uncool, dass hier noch so viele waren. Und so lange sprinten sollte man halt eigentlich auch nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt schnell genug war. Und dann klettern wir hier im Grunde einfach nochmal rüber. Wobei, den einen können wir sogar machen hier. Solange da die Tür nicht aufgeht, sind wir safe. Oh shit, sind die anderen auch noch nachgekommen? Das ist mies. Okay, der Plan hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber da waren halt auch wirklich viele auf diesem Parkplatz. Das hat nicht zum Plan gehört. Wobei, die haben es gar nicht gecheckt. Die haben es gar nicht gecheckt. Okay, nice. Ja, dann hat alles wunderbar funktioniert. Damit haben wir jetzt da oben halt ein bisschen, bisschen Luft quasi. Jetzt kann ich halt wieder zurückgehen. Oh, Moment. Ich glaube, der hat mich. Aber da oben haben wir halt jetzt nicht so viele Zombies. Und können da halt in der Ruhe das obere Haus looten. Und zudem haben wir halt auch nicht ganz so viel Risiko, was zukünftige Loot-Bewegungen angeht. Und haben uns da ein bisschen was safe gemacht quasi. Und wir haben hier einen Schlüssel für das Auto hier. Sehr nice. Und auch eine Karte von Riverside. Also da, wo wir gerade unterwegs sind. Das sind aber ein bisschen viele hier. Das sind aber noch ein bisschen viele. Die sind irgendwie nicht so gut mitgekommen. Wie ich mir das gewünscht hatte. Hätte ich noch ein bisschen mehr Lärm machen müssen. Okay, wir haben sogar noch Treibstoff drin. Nice. Also wir haben eine Karre mit Schlüssel und Treibstoff direkt vor der Haustür. Das ist schon ein hartes Luck. Hier bewegen sich drei auf meine Position zu. Und die kommen alle wieder. Ist nicht gut. Okay, das ist gar nicht gut. Wir müssen hier ein bisschen fighten. Und die mal wegmachen. Einfach, damit meine Base auch ein bisschen sicherer wird. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso sind das so viele? Wieso sind das so viele? Wir nehmen Beta-Blocker. Oh shit, da ist auch eine große Gruppe. Das ist hart uncool auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr uncool. Dass die hier alle sich so zusammengerottet haben. Das ist nicht gut. Wir kiten die mal ein bisschen. Okay. Okay, das war jetzt sehr viel hier. Sehr, sehr viel, was wir hier geklärt haben. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt können wir den Schlagstock benutzen. Ist leider kein Hammer mehr. Aber jetzt sollten wir hier eigentlich erstmal großräumig Luft haben. Das hat sich jetzt richtig gelohnt hier. Weil wir haben jetzt hier einfach Luft. Wir können hier ein bisschen was machen. Da ist noch einer irgendwo drin. Gucken wir mal, wo. Ich höre da einen ein bisschen rumgrölen. Ach, da ist er. Natürlich ist hier alles zu. Gucken wir mal. Breaking and entering hier. Hallo, hier ist Johnny. Johnny mit dem Polizeihut hier. Bam.
Die. Die. Oh. Okay, wo kam der jetzt schon wieder her? Es ist halt sehr viel Traffic hier am Anfang. Aber wenn man das hier mal clean bekommt, hat man hier halt wirklich eine sehr schöne Verteidigungslinie, weil diese Zäune, diese Metallzäune sind halt unzerstörbar. Da kommen die nicht durch. Das heißt, du musst einfach nur noch ein paar kleine Mauern da dran bauen. Und schon ist man safe. Noch einer. Oh. Oh. Wo ist der? Ist der oben? Wo ist der? Der macht mir Angst. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wo der herkommt, ne? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich Sounds höre, aber nicht weiß, wo die herkommen. Richtig scary. Wow! 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 Oh mein Gott, war das knapp. Oh nein. Oh nein. Oh. Er hat mich gekratzt. Er hat mich gekratzt. Wo kam der denn her? Oh, aua. Schnell verbinden. Linke Hand gekratzt, okay. Scheiße. Ei. Aua. Das war gar nicht gut. Mayday. Mayday. Und der hat mir meine Handschuhe kaputt gemacht. Oh, das war gar nicht gut. Oh, das war gar nicht gut. Uiuiuiui. Wo kam denn der her, hör mal? Ich hab doch da gerade reingeschaut. Das war sehr gefährlich. Desinfektionsmittel, sehr schön. Das brauchen wir. Dann machen wir hier erstmal Medic it up. Machen uns ein bisschen fit. Oh, eine Rohrzange, sehr nice. Sehr, sehr nice. Eine meiner absoluten Lieblingswaffen. Aber das war jetzt schon nicht ohne. Das hätte ganz böse ausgehen können. Das hätte ganz böse ausgehen können. Ich bin sehr froh, dass das nicht ganz böse ausgegangen ist. Dann wäre das Let's Play jetzt nämlich vorbei. Hätten wir wieder neu anfangen müssen. Aber das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Okay. Wir hauen uns den Lutscher rein. Aber wir haben jetzt sehr viel geklärt. Das ist auf jeden Fall gut. Wir entfernen die Bandage und desinfizieren nochmal die Wunde. Und ich höre schon wieder die nächsten rankommen. Und dann packen wir eine Bandage drauf. Die ist noch ein bisschen besser als der Stofffetzen. Okay. Was für rohe Massen, ey. Was für rohe Massen an Gegnern hier. Nehmen wir noch die Schachtel Nägel mit. Hier haben wir noch einen Kiessack, okay. Dann könnte man auch Kiessackwände machen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Nicht so wirklich. Das Bett machen wir kaputt. Die Betten, die geben nämlich gute Erfahrung. Oh, 18 Uhr, Sendung. Schnell den Fernseher anschmeißen. Einschalten, Life and Living. Okay, nice. Was haben wir hier noch? Fischen für Anfänger, nehmen wir mit. Zeitung nehmen wir mit. Dann können wir währenddessen hier die Couch abbauen. Wenn hier die Sendung läuft. Okay, passt. Ich höre schon wieder irgendwo einen. Nehmen noch die Bretter mit fürs Verbarrikadieren. Und ich kann noch gucken, dass ich hier A, die Tische wegmache. Und B, schaue, ob ich hier noch einen Laken auftreiben kann. Zum Zudecken. Man kann hier auch einfach die Vorhänge abnehmen. Hat man auch einen Laken. Was für eine gefährliche Episode hier schon wieder.
Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht, ey. Hier in der Gegend. Machen wir auch hier die ganzen Sachen weg. Und den Rest packe ich mal in den Rucksack. Damit ich nicht so viel schleppen muss. Schlagstock auch. Okay, Rucksack ist voll. Wir müssen gucken, dass wir nach Hause kommen. Es ist schon spät. Wir sind müde. Wir haben Schmerzen. Und wir haben eine Pistole. Gefunden. Nehmen wir mit. Schießen tun wir damit auf keinen Fall. Aber wir können sie auf jeden Fall mitnehmen. Dann nehmen wir noch Schmerzmittel mit. Es war auf jeden Fall auch eine schmerzhafte Geschichte. So, die Farbe hier kann man ausgießen. Dann hat man auch nochmal einen Wasserbehälter, einen sehr guten. So ein Eimer. Macht sich auf jeden Fall gut. Und dann schauen wir mal, dass wir nach Hause kommen. Eieiei. Erfolgreicher Tag, alles in allem. Aber nicht ungefährlich. Aber man sieht eben schon auch hier, die Gegend ist weitestgehend hier abgesichert. Aber hier ist noch einer. Der hat sich hier ein bisschen verirrt. You shall not wohn in my house. Hier. Meine Bude. Wir sind halt jetzt schon sehr müde. Deswegen machen wir kaum Schaden. Und dann trage ich den noch hier rüber. Ein bisschen weiter weg von meiner Bude. Und nehme mir hier noch das Brett mit. Und die Nägel. Okay. Dann machen wir noch einen kurzen Kontrollgang in den Garten. Schauen, dass sich da auch keiner versteckt. Oh, und machen hier das Licht aus. Okay. Da ist zu. Hier müssen wir auf jeden Fall noch einen Laken anbringen. Vorhänge. Nein, nicht entfernen, zuziehen. Genau. Okay, und hier müssen wir auch noch einen Laken anbringen. Und dann auch zuziehen. Und dann verbarrikadieren wir hier noch ein bisschen mehr. Okay. Das passt sehr gut. Nach vorne noch mehr verbarrikadieren. Dass die nicht einfach durchlaufen können. Sehr gut. Und nochmal. Nice. Okay. Dann haben wir hier nach vorne auf jeden Fall schon gute Barrikaden am Start. Das ist sehr gut. Dann gehen wir hier noch in die Küche. Befüllen alles mit Wasser. Und dann packen wir die ganzen Wasserbehältnisse auch direkt unter die Spüle. Wir brauchen nur eine Bleichmitteltasche. Essen packe ich einfach mal, selbst wenn es Dosenfutter ist, in den Kühlschrank. Einfach für die Ordnung. Habe ich hier noch was im Rucksack? Ich habe jetzt halt leider nur ein Haus gelootet. Wir haben heute sehr viel Gegend-Clearing betrieben quasi. Die direkte Umgebung einfach abgesichert. Brauchen wir noch eine? Oh, hier bräuchten wir noch einen Laken, ne? Da bräuchten wir auch noch einen Laken. Hier müssten wir noch verbarrikadieren. Also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und hier packen wir einfach mal noch ein bisschen Utility rein. Das Essen in den Kühlschrank. Oh, oh, oh. Unser Dude hat Schmerzen. Starke Schmerzen. Wurde ja auch in die Hand. Ja, ich weiß nicht, gebissen wurde er nicht, weil sonst wären wir sofort weg. Ich habe ja eingestellt, dass wir bei einem Biss sofort weg sind. Aber nichtsdestotrotz. Okay, Schlagstoff packen wir weg. Schraubenzieher kommt in den Rucksack.
Was haben wir hier noch? Zwei Feuerzeuge packen wir weg. Na, eigentlich brauchen wir auch nur eins. Badetuch kann weg. Die Handschuhe sind kaputt. Was haben wir hier noch? Karte von Riverside. Das ist halt sehr nice, weil da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Und dann habe ich noch jede Menge Bücher. Und sonst passt es eigentlich. Okay. Und wir haben kein Wasser mehr. Das Wasser ist tatsächlich abgestellt. Okay, das ist bitter. Das ist hart bitter, dass das so früh ist. Umso wichtiger ist es jetzt auf jeden Fall, dass wir schnell Tischlerei hochbekommen. Und dann nehmen wir noch ein Brett mit für unsere Tür. Und legen den Rest ab. Hier verbarrikadieren wir uns vielleicht nochmal. Okay, ich nehme einfach den Stuhl. Und dann platzieren wir den vor der Tür. Oh, das wird tricky. Das wird wirklich tricky. Also ohne Wasser. So früh. Das wird auf jeden Fall interessant. Das wird auf jeden Fall interessant. So früh ist mir das Wasser noch nie ausgegangen. Okay. Dann lesen wir hier noch ein bisschen das Buch. Nur so ein bisschen. Vielleicht bis... ja, bis 10:30 vielleicht. Und dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall eine... ja, ein sehr gefährlicher dritter Tag. Ein sehr gefährlicher dritter Tag. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen dringend Tischlerei auf Stufe 4 bekommen. Das heißt, wir werden morgen wahrscheinlich ein bisschen lesen. Zwischen den ersten zwei Fernsehsendungen. Je nachdem, wie lange wir jetzt schlafen. Und dann sehen wir weiter. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.